Für einen echten Warbird-Fan ist eine Focke Wulf FW190 mit Einziehfahrwerk und funktionsfähigen Spreizklappen sicherlich ein absolutes Traummodell. Waren diese Features bisher nur teuren Großmodellen vorbehalten, überzeugt die neue FW190 von Hype im Test auf RC Modell Scout auf voller Länge. Der Vorfertigungsgrad des Modells ist hoch. Und innerhalb weniger Minuten entsteht aus wenigen Einzelteilen ein echter Eyecatcher. Servos, Motor und Regler sind bereits durch den Hersteller eingebaut und angeschlossen. Lediglich das Höhenleitwerk, die Tragfläche und der Dreiblattpropeller müssen vom Modellpiloten montiert werden. Insgesamt sind im Modell 5 Servos verbaut, für die Funktionen Höhe, Seite und Quer sowie für Spreizklappen und Einziehfahrwerk. Ein 3S-Lipo-Akku mit mindestens 1800 mAh sorgt für ausreichend Leistung. Mit einer Spannweite von 1135 mm und einem Abfluggewicht von über 1100 Gramm ist der Warbird etwas größer und schwerer als die meisten Schaummodelle dieser Klasse. Trotzdem überzeugt die Neuheit aus dem Hause Hype mit hervorragenden Flugeigenschaften. Die Funktionsweise der Spreizklappen in Verbindung mit dem Einziehfahrwerk ist gerade in dieser Modellgröße ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und macht die Focke Wulf von Hype zu einem außergewöhnlichen Flugzeug. Die FW190 bereichert die Warbird-Szene und ist sowohl technisch wie auch fliegerisch ein echter Leckerbissen für Scale-Piloten. Den ausführlichen Test zur neuen Focke Wulf FW190 aus dem Hause Hype findest du auf rc-modellscout.de.